Ich begrüße Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals. Im letzten Part haben wir uns um Missionen gekümmert und deswegen wollen wir heute zu Beginn auch direkt nochmal eine Mission hier in Mandala beenden. Und dafür müssen wir, glaube ich, zu dir, oder warst du das? Oh, ihr seid es. Könntet ihr etwas Schillersteinsalz besorgen? Genau. Bitteschön. Ja? Oh, das ist ja fantastisch. Kann ich es mir mal ansehen? Seltsam. Es sieht wie ganz gewöhnliches Salz aus. Mal probieren, wie es schmeckt. Oh, ach du meine Güte. Das ist ja sensationell. Es ist süß und sauer und auch etwas scharf. Ach, das ist einfach fantastisch. Das schmeckt einfach nach allem. Es gibt kein anderes Gewürz, das es in Sachen Tiefe und Komplexität in den Schillersteinsalz aufnehmen könnte. Sein sagenhafter Ruf ist absolut verdient. Ich glaube, es wird mir die verschiedensten kulinarischen Möglichkeiten eröffnen. Ich bin ja so froh, dass ich hierher gekommen bin, um etwas von dem Salz zu besorgen. Ich muss zugeben, dass ich diese Monster, die sich in dieser Höhle eingenistet haben, irgendwie verstehe. Wenn ich an der Quelle dieses wunderbaren Salzes säße, würde ich auch nicht mehr lange weg wollen. Da steht kein Lange, wie komme ich auf Lange? Tausend Dank, dass ihr für mich da untergegangen seid. Hier, bitte, nehmt das als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ihr habt meiner kulinarischen Karriere einen gewaltigen Schub gegeben. Dankeschön für das Metrierz. Okay, wundervoll. Salz in der Suppe also abgeschlossen. Bams. Okay. Gut, das ist wundervoll. Dann Missionen. Wie viel habe ich jetzt eigentlich abgeschlossen? 32. Wundervoll. Lamentea. Da wollten wir noch hin. Lamentea. Ja, machen wir. Folgendes Fanal. Okay. Das war das mit der dummen Kuh, wo ich da irgendwas machen musste. Begib dich nach Krischkafeld. Halte auch schon nach Maxi van Plooms Grab und versuche an ihren Schatz zu gelangen. Okay. Wir machen heute noch Missionen ein bisschen weiter, würde ich sagen. Krischkafeld. Was zum Teufel ist das für eine Mission? Ich habe die auch nicht mehr absolut nicht mehr auf dem Schirm, was ich da machen muss. Also wo ich die auch angenommen habe, ich weiß es nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist halt immer dumm, wenn ich dieses Spiel eine Woche nicht spielen kann, weil ich eben eine Woche nicht zu Hause bin und so. Und nur am Wochenende für ein paar Parts Zeit habe, was zu machen. Habe ich die schon mal angenommen? Okay. Ich hol sie ganz zurück. Ja, mache ich. Der Bade möchte, dass du nach der Partitur deines Meisterwerks suchst. Okay. Kleiner Hütte südwestlich der Ruinen von Eschenburg. Okay. Ja, machen wir. Eine Ballade der Bravour. Toll. Hier hatte ich ja auch schon alle Ziele, oder? Genau. Ich muss jetzt mal wieder nachprüfen, weil ich mir echt nicht sicher war. Okay, wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Wo ist das Grab? Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, was damit gemeint ist, so. Und was sind hier für goldene Schlecken? Seid ihr neu? Die habe ich, glaube ich, noch nie besiegt, oder? Es ist mir recht, ich nehme die mal schnell mit, würde ich sagen. So. Ja, gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie die Mission lösen können. Aber dass wir nach Eschenburg für eine andere Mission müssen, ist mir prinzipiell halt wirklich ganz recht, weil Eschenburg muss ich mich ja allgemein noch mal ein bisschen umschauen für die Zielscheiben und so. Als ob der noch lebt. Jetzt nicht mehr. So. Also eigentlich habe ich insgeheim mehr Bock auf Hauptstory gerade, aber die Mission muss halt auch sein. Ich bin jetzt hier instinktiv zu den Ruinen gegangen, aber ich weiß halt nicht, dass es wichtig ist. Ich gehe einfach ganz kurz hier überall runter. Also hier war damals der,
wo wir die Kugel gefunden haben, oder? Das war hier, genau. Der Raum hier. Gibt es noch irgendwas zum Absuchen eventuell oder so? Aber es ist auch kein Grab, deswegen. Es ist kein Grab hier, was hier ist. Ja, keine Ahnung. Es wird es hier jedenfalls nicht sein. Ja, und bei dem anderen kommen wir ja nicht rein, weil das irgendwie versiegelt ist oder so. Keine Ahnung. Wird dann wahrscheinlich später erst wichtig. So. Benötigte Erde, sehr gut. Genau, jetzt ist dieses komische Lila-Siegel davor. Und da kommen wir halt noch nicht durch. Genau. Das wird 100% später noch irgendwie wichtig werden. Keine Ahnung, ob eventuell für die Hauptstory oder ob es Bonuskram ist. Ist auch nicht wichtig. Gut. Dann. Habe ich halt keine Ahnung, wo das sein soll, dieses Grab. Ich muss mal ganz kurz die Missionsbeschreibung durchlesen. Also, wo ist das nochmal hier? Ihr Netzmonster dafür begib dich nach Krischkafeld, halte auch schon nach Maximan Ploms Grab und versuche an ihren Schatz zu gelangen. Aber ich habe keine Ahnung, wo Maximan Ploems Grab ist. Das ist vielleicht da hinten bei der königlichen Kämpfe irgendwie oder so, ich weiß es halt nicht. War hier irgendwo mitten auf dem Feld ein Grabstein? Ich habe keine Ahnung. So, hier ist nicht irgendwie ein Grab oder so in Richtung, oder? Sieht nicht so aus. Dann wird es wohl hier auch nicht sein, was gesucht ist. Also ganz ehrlich, ich würde doch nicht irgendwie die Zeit verschwenden, das zu machen. Ich renne jetzt hier noch ein bisschen durchs Feld. Aber eigentlich bin ich ganz ehrlich mehr dazu geneigt. Ah. Ha, guck mal. Mitten im Feld, okay. Doch Marvin schaut nochmal ganz nah und erkenne ihn schriftlich entziffern. Meine Jagd nach Mini-Medaillen hat mich durch ganz Erdria geführt. Dabei habe ich viele wunderbare Dinge gesehen, aber zwei ganz besondere Anblicke habe ich für immer ins Herz geschlossen. Das goldene Glitzern der Mini-Medaillen und den prächtigen Anblick der goldenen Weizenfelder, deren Glanz den der Mini-Medaillen an nichts nahesteht. Die Schönheit meiner Heimat Krischkafeld ist atemberaubend. Ich bin auf der Suche nach Mini-Medaillen weit gereist und auf diesen Reisen fand ich meinen wahren Schatz. Und so soll meine Reise auch hier enden, in dem Land, das ich liebe. Hier ruht Maxi von Ploem, außergewöhnliche Medaillenjägerin und stolze Tochter von Krischkafeld. Okay, sehr schön. Die malerische Landschaft ihres Heimatlandes Krischkafeld. Okay. Wundervoll, das ist doch... Ja, toll. Dass ich das so random gefunden habe. Ich schwöre euch, ich wusste nicht, dass das Grab da ist. Ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen durch die Ebene laufen und gucken, ob ich irgendwas finde und da war es halt. Ich muss by the way, bei diesen Weizenfeldern immer an Tales of Systeria denken. Da gibt es auch ein riesiges... ich weiß nicht mehr, wie die Stadt hieß. Jedenfalls in der Umgebung vor der Stadt auch so ein riesiges Weizenfeld. Und ich liebe es, da durchzurennen. Das war früher immer so geil. Mag zwar Tales of Systeria nicht so sehr wie andere Teile zum Beispiel, aber trotzdem ist Tales of Systeria auch ein bisschen unterschätzt, finde ich. Weil viele hassen das Spiel dafür, ja, die eher einfachere Story, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Tales of Spielen und das Kampfsystem und viele sagen immer, wurde nicht so viel Mühe reingesteckt, was weiß ich, aber ich finde es echt gut eigentlich. Ist halt, wie gesagt, nicht mein Lieblings-Tales, aber egal. Jedenfalls muss ich immer, wenn ich die Weizenfelder von Krischkafeld sehe, daran denken. So, ist das Mädchen, das Geistermädchen gewesen oder wer war das? Ich weiß nicht mehr, wer Rose war. Aber wahrscheinlich das Geistermädchen, das würde zumindest passen, so. Ihr letzter Wunsch halt, weil sie eben schon tot ist und das nicht mehr selbst machen kann. Das ist die dumme Kuh da. Was muss ich eigentlich bei dir noch machen? Moment. Schadenfreude. Okay, Schadenfreude. Hab ich da irgendwas, was nach Schadenfreude klingt?
Bei dir nicht. Bei dir eventuell irgendwas, was nach Schadensfreude klingt. Nee. Nicht wirklich. Mach ich das Chakram. Alles klar, wo soll ich sowas habe? Schadenfreude. Was könnte das sein? Keine Ahnung. Habe ich vielleicht gar nicht oder so. So, wo war das Geistermädchen nochmal? Das muss dann oben irgendwo gewesen sein. Wo ich mal hier bin, habe ich neue Erfolge in Sachen Mini-Medaillen. Hier bei den anderen auch schön, das ist sehr wundervoll. Ey, ich finde das hier im Inneren der Schule so hübsch einfach. Diesen kleinen Teil hier, sag ich mal. So. Bam, sehr schön. Eine Stachelrüstung gibt es dafür. Sehr schön. Okay, 60 brauche ich als nächstes. Ist denn die Stachelrüstung irgendwie gut für dich, eventuell? Nicht unbedingt. Du behältst auch deine verdammte Rüstung. Definitiv, die ist auch besser. Du kannst die eh nicht ausrüsten, wahrscheinlich auch nicht. Du eventuell? Nope. Du wahrscheinlich. Doch, du vielleicht. Nee. Mm-mm. Ja, du bestimmt auch nicht. Oh Mann, ich will die Rüstung aber halten. Die ist zwar von den Werten her. Die würde meine Abwehr schon sehr krass steigern. Komm, dann bekommst du sie auch. Mann, das ist halt voll schade, weil ich den Helm halt wirklich echt hübsch finde und so. Also. Oh, ich weiß doch nicht. Warum gibt es keine Möglichkeit, dass man die Rüstung auch anbehalten kann? Wenn man die, ja, nicht ausrüstet. Egal, die Schnellrüstung ist sinnvoller von den Werten her, deswegen nehme ich die jetzt einfach, ist mir doch egal. Ist zwar schade, dass ich die jetzt nicht mehr anhabe, aber was soll's. Aber sieht so langweilig aus, das normale Outfit. Voll doof. Hä? Was zum Teufel ist die Mission? Bin ich dumm? Nachts. Ah ja, okay, macht Sinn. Sie ist ein Geistermädchen. Das ist ja sinnvoll, ich weiß. Oh Mann, du bist Übernachtung, oder? Ja. Eigentlich müsste ich mich immer hierhin porten, wenn ich übernachten möchte. Weil. Ach, ich bin dumm. Es ist ja jetzt nur zum Tag geworden. Also, klar. Weil man hier nicht auswählen kann, ob man. Oder? Kann man hier auswählen? Nee, man kann nur übernachten. Also nicht bis zum. Okay, alles klar, bis Nacht oder so. Das ist voll doof, aber egal. Ja, eigentlich müsste man sich aber hier importen, weil man da kostenlos übernachten kann, wollte ich gerade sagen. Und es ist mir aufgefallen, hey, man kann ja auch bei den Lagern kostenlos übernachten. Deswegen, warum gibt's eigentlich noch Inns in den Städten, wenn es eh kostenlose Alternativen gibt? Das ist irgendwie komisch. Aber egal. So. Also. Übernachten. Wie viel fehlen mir noch hier? Ich glaube noch eins oder noch eher noch zwei. Oha. Sehe ich hier auch spannend was. Ich glaube, ich habe mich auch schon 10-mal umgeguckt in diesem Umkreis hier gerade. Aber nein, ich sehe hier nichts. Ja, möchte ich. So, ausruhen. Bis in die Nacht. Okay, wundervoll. Und dann teleportieren wir uns einmal zurück in die Schule.
Oh Mann, und beenden die Mission. Und dann machen wir mit der Hauptstory weiter, weil ich will auch nach Antiquia kommen irgendwie. Das ist eins meiner Ziele heute. Ach ja. Eine sehr, sehr schöne Umgebung über Nacht, auf jeden Fall. Auch von der Musik her. Aber mal wieder kein Original-Track von Dragon Quest XI. Also wirklich, ich bin immer noch der Meinung, das Spiel ist wirklich so ziemlich perfekt, bis auf den Soundtrack. Das kann man echt nicht anbieten. So viele alte, reused Tracks ist halt nicht mal das große Problem. Das große Problem ist einfach, dass sie diesen dämlichen MIDI-Scheiß benutzen. Also, was heißt dämlicher MIDI-Scheiß? Benutzt halt von mir aus MIDI, aber dann benutzt gute Instrumente und nicht sowas. Das ist echt eine scheiß Soundqualität. Egal. Also waren die Weizenfelder Teil ihres Schatzes, der wie die Abendsonne glänzt, und die haben ein Land wertvoller als das reinste Gold. Das hatte ich zwar nicht erwartet, aber ich danke euch trotzdem. Ihr habt mir meinen letzten Wunsch erfüllt. Da ich nun weiß, wo der Schatz besteht, kann ich endlich in Frieden ruhen. Okay, ein Chronokristall, oha. Okay. Das ist krass. Chronokristalle sind eigentlich ziemlich wertvoll. Siehe Dragon Quest 9 und Dragon Quest Heroes. Dragon Quest Heroes konnte man nicht, glaube ich, versaufen. Wenn wir deinen eintauschen und Dragon Quest 9 gab es in dieser einen Höhle. Aber okay, gehen wir jetzt zurück nach, in die Schneefelder, bitte. Denn wir wollen die Mission, jetzt, also unsere Hauptmission jetzt weiter fortführen. Und so. Aber wobei, erst einmal will ich kurz noch schnell hochrennen zu der einen Herberge da, weil ich gucken wollte, ob ich diese Mission schon angenommen habe. Ja. Da ist gerade random mein PS3-Controller runtergefallen. Nicht der PS4, sondern der PS3-Controller. Warum auch immer. Warte mal, ich kann auch... Oh, was bist du denn? Hi. Neuer Gegner hier, oder was? Habe ich dich schon mal besiegt? Ja, habe ich gerade mit den Schwanz gepeitscht. Das ist krass. Weil das ist eigentlich mein Boss-Gegner an einem alten Dragon Quest-Spiel gewesen. Halt bloß in Lila war es, glaube ich. Ich glaube, Dragon Quest 5 war das, oder? Krallmatiner! Ernsthaft jetzt, die haben den Dalmatiner die Färbung genommen und haben Krallmatiner daraus gemacht, weil es eine Katze ist mit Krallen. Ernsthaft? Ist das euer Scheiß ernst? Oh, egal! Übersetzer, please, warum seid ihr so? Warum seid ihr so? Es macht mich fertig einfach nur. Oh Mann. Another day, another victory. Und wir bekommen ein wundervolles Level ab. Yay. Und Erik. Yay. Und neuer Zauber. Felsenfontäne. Das ist praktisch. Prächtiger Pelz. Kannst du irgendwas mit 9 Punkten anfangen? Ich glaube nicht wirklich. Nein, auch hier drüben nicht. Hackenschrauber. Das ist aber Beehänder, oder? Hier unten können wir nicht weitermachen. Sehr schön. Was ist das hier? Heilige Schutzaura. Das muss ich unbedingt als nächstes lernen. Oh, wie geil ist das denn? Kräftigung. Okay, das sind die beiden Sachen, die ich als nächstes lernen möchte. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Bitte. So, ich bei dir irgendwas Episches. Ich könnte in den Boomerang eintauchen, aber möchte ich eigentlich nicht. Ich gehe mal hier jetzt lang, weil ich ganz gern das hier freischalten würde. Ich bei euch? Okay, bei dir
bin ich mir relativ sicher, dass ich da nichts hatte. Und bei dir... Vakuumkick. Oh, das muss ich lernen, Vakuumkick. Eine Gruppe von Gegnern, das ist sehr, sehr gut. Das will ich bitte haben, unbedingt. Das will ich unbedingt haben. Yay. Wir haben einen alten Hasen. Also er ist ein alter Hase. Wir haben keinen alten Hasen, er ist einer. Okay. Bei dir habe ich auch mal geguckt. Habe ich dich übersprungen? Haben wir nicht klug. Ah, das ist schon ganz geil eigentlich. Ah ne, da wollte ich den Vakuumkick holen, aber Chance auf. Komm, wir erhöhen die Chance auf Kräftigung. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dabei sind, machen wir das direkt. Dann gucke ich bei dir auch noch, ob ich irgendwas machen kann, aber ich glaube halt nicht. Ich glaube halt wirklich nicht. Das ist die Peitsche. Doch, ich könnte. Das merken. Ja. Das ist doch cool. Auch interessant, in welche Richtung ich hier überall gehe bei den ganzen Leuten. Der Part ist schon wieder 21 Minuten. Warum gehen die Parts so schnell vorbei? Das kann doch nicht sein. Ich will heute auch nach Antiquia. Ich will jetzt nur ganz schnell hochrennen zu dem Typen. Gucken, ob ich die Mission schon habe. Ich hätte einfach im Missionsbuch nachgucken können, aber ist mir doch egal. Dann teleportiere ich mich wieder runter zu dem Lager und dann gehen wir nach Antiquia endlich. Ich glaube, ich renne jetzt mal ganz schnell raus hier. Hat's gerade geleckt? Wobei, da wird jetzt nicht mehr wirklich lang kommen. Das können wir uns auch gemeinsam angucken. Die paar Sekunden noch hier. Meine Güte. So, habe ich diese Mission hier schon? Ich weiß es nicht. Ja, ich erinnere mich wieder. Das war's mit G0. Okay, alles klar. Tja, Zeit verschwendet, aber egal. Gut, dann putte ich mich wieder runter. Und wir sehen uns gleich auf dem Weg nach Antiquia wieder, weil ich will jetzt ein bisschen Weg noch rausschneiden irgendwie. So, und jetzt rennen wir rein ins Hochland von Antiquia. Und da fangen wir wieder an zu reden. Ich bin gerade schon mal in einen Kampf reingerannt aus Versehen gegen so eine Killermaschine. War leider kein G0 dabei. Aber das ist ja auch klar. Ich meine, das ist halt das erste Mal, dass wir irgendwie... Hi, was bist du denn? Erste Mal, dass wir gegen die kämpfen. Also nicht das erste Mal, aber der erste Kampf in dem Links quasi. Und deswegen war es klar, dass der nicht direkt dabei sein wird. Der hat einfach ein Auge in der Hand oder so aus einer Richtung. Was ist los mit dir? What the fuck? Okay, mach den hier bitte weg. Dankeschön. Liebe Jayden, du machst bitte einen wundervollen Drachenhieb. Du machst kurz. Der geht also auf jeden Fall neu, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen können wir da jetzt ordentlich abgehen. Axtangst! 207 Schaden, oh mein Gott, ey. Au. Der arme Hendrik. Der arme Hendrik. Und vor allem der arme Marvin. Und jetzt stirbt bitte. Sehr schön. Wie er sogar sein Auge da fallen lässt. Okay. Wir wollen nach Antiquia. Wir wollen nach Antiquia. Ja, das ist so wunderbar. Ach ja, braucht er diese komischen Eierviecher wieder. Ich erinnere mich. Ich bin mal gespannt, was da in Antiquia abgehen wird. Ich will auf jeden Fall noch die erste Cutscene heute noch sehen, dann in Antiquia. Falls da überhaupt eine kommt, wer weiß. Aber ich schätze mal ja. Wahrscheinlich werden wir wieder herkommen und dann
Pfarrer Nathan sagen wird: Oh mein Gott, du seid wieder da, der Lichtbringer ist wieder da. Und oh mein Gott, Sirena auch. Und dann werden wir bestimmt noch auf Veronica treffen. Wobei ich mir da ganz ehrlich nicht wirklich sicher bin, ob sie wirklich da sein wird. Weil ich meine, sonst hätte sie vielleicht sogar auf, sonst wäre sie vielleicht sogar auf Sirena getroffen irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass sie irgendwie in Lamentea sein wird. Weil da müssen wir zum einen ja noch hin nach Lamentea. Und zum anderen, ja, komme ich ja gar nicht hoch, das ist doof. Glaube ich kaum, dass wir eben zwei Teammitglieder auf so kurzem Weg bekommen. So, hi, eine lebende Statue. Aber ein Steinwächter ist das diesmal. Eine lebende Statue sind die Grauen. Ein guter alter Steinwächter. Das. Nein, nicht Blitzgewitter! Glaube ich auch neu. Ich wollte eigentlich die Kette-Kombo machen. Blitzgewitter war jetzt komplett dumm zu machen, aber okay, meinetwegen. Bitte hau ihn doch einfach weg. Das wäre so geil. Danke. Ach, doch nicht. Ich dachte, er würde jetzt vielleicht sterben. Deswegen habe ich mal Danke gesungen, aber er ist gar nicht gestorben. Jetzt aber. Boom. Sehr schön. Und Trio Stufe 45. Wir haben bald einfach schon Stufe 50. Dauert noch ein bisschen, aber bald ist es soweit. Fall bitte nicht runter. Oh Gott, bekomme ich wieder nicht. Ich habe keinen Bock, gegen dich zu kämpfen. Wie voll die Kette von lebenden Statuen ist. Also von. Oh, Steinwächtern. Okay, da ging jetzt deutlich einfacher down, weil ich mit Jade direkt die Kette-Kombo gemacht habe. Das war auch vorhin nur aus Versehen, dass ich die nicht gemacht habe. Junge, ey, das. Den kann man auch einfach nicht ausweichen. Einfach gerade die Erde beben lassen. Ich hoffe, ich denke dran, das reinzuschneiden. Die Animation. Weil. Oh, neue Animation und so. Leck mich doch, ey. Das ist so. Es ist so nervig. Den kann man gar nicht ausweichen. Auch wenn ich jetzt. Auch wenn ich jetzt nicht in diesem Ei drin sitzen würde, könnte ich dem auch nicht ausweichen. Ganz ehrlich. Es ist einfach dumm. Sonst war immer Hendrik als drittes dran. Der hätte in den direkt mit der Axt der Angst besiegen können. Aber jetzt war mir Bodo als drittes dran. Voll komisch. Victory is ours. So. Jetzt aber, meine Güte. Rennen wir nach Antiquia rein. Ich bin gespannt, was jetzt hier abgeht. Sieht aber sehr dunkel aus, der Himmel und so. Also kein so schön heiliger Ort mehr wahrscheinlich, wie er davor war. Oh Mann, ich bin gespannt, was jetzt hier... Vielleicht finden uns die Leute jetzt auch dumm und so und sagen, oh mein Gott, das ist alles die Schuld des Lichtbringers. This is awful. It was so beautiful here before. Our poor little angels, Veronica, Serena, please come back. We'll do anything. Fidelis, Alma, you must not lose hope. Veronica and Serena are the heirs to the power of that most holy of sages. As long as they are together, there is nothing that can... Oh. Serena? Is it really you? Mother? Father? You're alive! Oh, Serena, my little angel. I never thought I'd see you again. Serena, my child, have you come back to us alone? What of Veronica? She's not here. But...
I thought she must have made her way home already. She's certainly somewhere nearby. I can sense it. Somewhere north of here. You can really tell where she is? Yes, it's her. I know it is. We have to go and find her. Okay. Beim Sturz des Weltenbaumes fürchtete ich, dass wir euch oder eure Freunde niemals wiedersehen würden. Okay. Und bei dir? Alles klar. Das sind also die Eltern von Veronica und Serena. Ja. Kann ich mir vorstellen. Hallo Hundi. Ich will den Jungen reden, ich will den Hund. So. Okay, sehr schön. Ich habe die Kirche, aber muss ich jetzt nicht hin. Boah, einfach alles verstört ist. Das ist voll krass. Es war halt echt eine richtig schöne Kathedrale eigentlich ursprünglich. So, Kirchen sind allgemein vom Aufbauen her sowas immer schön. Also in schöner Kirchenort meine ich halt, weil es war keine richtige Kirche eigentlich. Quatsch, also es ist eine richtige Kirche, aber ich meine, es ist halt nicht nur alles eine Kirche, sag ich mal. Aber in der Stadt, die drumherum gebaut ist und so. So, ich glaube, die Eltern haben wir aber auch damals schon in der Hütte gesehen, oder? Ich glaube, ja. Ich will hier noch so ein bisschen mit ein paar Leuten reden, was sie so Spannendes sagen. Oh, schade. Das ist echt traurig. Okay. Oh Mann. Ja. Gut, wir reden mal kurz mit unseren Leuten, was die so Spannendes sagen. Veronica ist in den kleinen Hai nördlich des Dorfes, da bin ich mir sicher. Wir müssen einfach den Weg neben unserem Haus folgen, dann sind wir nur da. Ich denke, wir sollten sofort dorthin gehen. Wir wollen ja sie schließlich nicht noch einmal verlieren. Wir haben Veronica lange nicht gesehen, was? Ich frage mich, wie es ihr nach dem Sturz ergangen ist. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Jade hat sich in ein Monster verwandelt. Wer weiß, vielleicht ist Veronica ja wieder erwachsen geworden. Haha. Nee, das wäre echt cool. Listen. Die Prinzessin hat mir Veronica als ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen und einer roten Haube beschrieben. Die Bezeichnung kleines Mädchen finde ich aber seltsam. Ist sie weniger reif als ihre Schwester? Egal, wenn sie eine so gute Magierin ist, wie die Prinzessin sagt, wird sie uns eine gute Verbündete sein. Typisch, dass Serena ihre Schwester schon auf einen Kilometer erspürt. Die beiden kennen einander innen auswendig. Also dann lassen wir die große Schwester mal nicht warten. Naja, okay. Arme Serena, es muss doch ein Schock gewesen sein, ihre Heimat in diesem Zustand zu sehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Antiquias in solch einem bedauernswerten Zustand. Ja. Okay. Dass die Statue weint, was war gerade mit ihr los? Habe ich mir das eingebildet oder hat sie irgendwie ganz komisch gezappelt? Für eine Millisekunde. Egal. So. Also soll ich jetzt in den Hain der Ruhe oder was? Für die Story. Ja, das wissen wir, dass sie das ist. Aber okay, die Leute sind auf jeden Fall hier nicht jetzt plötzlich gegen den Lichtbringer oder so, finde ich sehr gut. Ich hatte schon so ein bisschen Angst oder so. Ich meine, egal. Ist nicht wichtig. Was geht bei euch ab? Das sind die damals, als wir hier ankamen, ihr Kind bekommen haben, oder? Oh Mann, wie traurig. Wie traurig. Das ist echt krass. Wie die komplette Welt einfach echt halb zerstört ist. Und hier müssen wir jetzt rein in den Hain.
Okay. Aber warum zum Teufel, wenn Serena hier ist, hätten das doch die Leute merken müssen, oder? Dass die ja hier hingegangen ist. Veronica, nicht Serena. Egal, gucken wir einfach nach. Auch wenn der Part schon ein bisschen länger ist. Oder? Ich verschiebe das doch auf den nächsten Part, wenn es nicht direkt Cutscene startet. Okay, nein, tut's nicht. Sehr gut. Dann verschieben wir es auf den nächsten Part. Kann man schon was sehen hier? Nee, okay. Wir verschieben es auf den nächsten Part. Dann würde ich sagen, gucken wir am nächsten Part, ob wir die wundervolle Veronica dort finden können, in diesem wundervollen, stillen Hain. Was auch immer ich jetzt mit wundervoll hatte. Und ja, das wird dann bestimmt toll, hoffe ich zumindest. Wenn wir wieder vereint werden mit ihr. Okay. Ist hier unten noch mehr zum Reden? Ja, eine Frau. Okay. Sie verehren. Hat sie uns gesagt? Moment. Okay, sie verehren den Weltenbaum. Ich dachte jetzt, sie hat vielleicht gesagt, wir verehren nicht Bringauer noch, aber nicht den Weltenbaum. Okay, gut. Egal. So, ich gehe auch nochmal übernachten. Das mache ich auch zusammen mit euch. Nicht, dass vielleicht irgendwie beim Übernachten eine Cutscene noch kommt oder so. Das kennt man ja aus manchen Spielen, dass da irgendwie so ein Traum oder sowas. Keine Ahnung. Einmal ganz kurz übernachten. Und dann, sehen wir uns im nächsten Part von Dragon Quest 11 Streiter Schicksals wieder. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dann, ciao, euer V-Roll. Tschüss.